Peter Morris. Ja, ich habe Ihre Nachricht erhalten. Sie wird dir zunächst nicht trauen und dich nach Referenzen fragen. Erzähl ihr von einem gemeinsamen Freund. Nach Referenzen fragen? David Cook. Er birgt für mich. Rena, wir treffen uns doch erst morgen. Wer? Peter Morris. Er sagt, er würde dich kennen. Was will der bei dir? Mir ein Angebot machen? Nein. Hey, hör mal. Du hältst dich von ihm fern. Und du zahlst ihm nicht mein Geld. Du meinst mein Geld? Wir haben einen Deal. Ich höre dir zu. Nein, das tust du wohl nicht. Morris ist ein Lügner und ein Dieb. Vertrau ihm nicht. Du sitzt in einem Glashaus. Ich habe hier nur eine bestimmte Summe zur Verfügung. Code für bitte ein besseres Angebot. Cook wird sich nicht freuen, meinen Namen zu hören. Na, darum geht's ja. Er hält dich für Konkurrenz. Das löst Alarm bei ihm aus. Und Rena ist intelligent genug, um von dem Wettbewerb zu profitieren. Ich bin auf dem Weg zu dir. Jetzt kommen wir zu Phase 2. Wir beschäftigen Rena so lange, bis Cook eintrifft. Wir schinden Zeit, während sie die Steine bewundert. Die richtigen Diamanten. Und jetzt verrätst du mir, wie du mich dazu gebracht hast, den blauen zu nehmen. Besser. Ich werde dir zeigen, wie du es selbst schaffst. Mit meiner blauen Krawatte habe ich dich in Richtung blauer Diamant geführt. Du trägst auch eine. Dann mache ich subtile Gesten. Ich richte die Krawatte, streiche sie glatt und lenke deinen Blick auf die Farbe. Das kriege ich hin. Dann nestle ich am Einstecktuch, ebenfalls blau. Beeindruckend. Wie kommen Sie an diese Stücke? Das steht nicht zur Debatte. Kommen wir zum Geschäft. Clevere Taktik, aber wenn sie den Blauen begutachtet hat... Leitest du sie zum Gelben durch einen simulierten Anreiz. Weißt du noch, wie ich den Königsblauen hervorgehoben habe, als ich ihn beschrieb? Ja, ein Finger zeigt per Daumen. Richtig. So kann ich ihn als gutes Stück hervorheben. Eins, das man möchte. Und, zufrieden? Der überzeugt mich. Dann blieben noch ein 5- und ein 6-Karäter, farblos, der Gelbe oder der Pinkfarbene. Dass sie sich den dritten aussucht, wird am schwierigsten. Während sie den Gelben bewundert, gebrauchst du geheime Wortspiele. Als wir über den Blauen sprachen, habe ich Worte benutzt, die sich auf Blau reimen. Wohlhabende Frau, genau, schau. Bei der Hinführung auf den letzten Diamanten benutzt du dann Worte, die sich reimen auf... Pink. Schönes Ding. Etwas schlicht ausgedrückt. Danke für den Wink. Wenn wir handelseinig werden... Gehen wir vielleicht aus und feiern? Auf einen Drink? Ich habe noch einen anstrengenden Tag. Nächstes Mal. An diesem Punkt ist genug Zeit vergangen für Cooks großen Auftritt. Was fällt dir ein, Morris? Es ist Zeit fürs Endspiel. Keine Ahnung, wie du rausgefunden hast, was ich vorhatte, aber dafür wirst du bluten. Ist ein bisschen spät dafür. Alle Spieler haben ihren Einsatz gemacht, was uns zu Phase 3 bringt. Die Festnahme. Cook ist im Laden. Und, können wir rein? Sobald wir ein Bild von den Steinen haben. Das mit der Finanzfirma, das war doch ein Märchen. Mag sein, aber wie gesagt, wenn ich etwas beginne, wird es durchgezogen. Das ist das Endspiel. Was bietet ihr dir an? Bislang 24 Karat für 4 Millionen. Mein Gegenangebot. 31 Karat. Für 3,8 Millionen. Ich sehe die Diamanten. Das ist unser Signal. Sie sind wieder im Geschäft, Agent Burke. Hey, du wirst hier nicht mehr gebraucht. Weißt du was? Dieser Sieg geht überhaupt nicht auf mein Konto. Das sind ein paar Steinchen. Hm? FBI, keine Bewegung. David Cook, Sie sind verhaftet wegen schweren Diebstahls. Danke sehr. Zur Beweissicherung. Gediegenes Ambiente für einen Hehler. Wo ist Peter? Gute Frage.